Hallo Marek. Hallo Monika. Erinnerst du dich, was die Jünger das letzte Mal mit Jesus erlebt haben? Ja, ich erinnere mich. Die Jünger haben am See Genezareth Fische gefangen. Und haben sie viele Fische gefangen? Tja, am Anfang haben sie keinen einzigen Fisch gefangen. Die ganze Nacht kein Fisch. Aber dann erschien ihnen Jesus. Mit seinem Rat fingen sie viele Fische. Und erinnerst du dich daran, wie viele es waren? Das waren 153 Fische. Ein Netz voll von Fischen. Das war ein Wunder. Und danach wurden sie von Jesus zum Kohlenfeuer gerufen und zum Essen eingeladen. Und unsere Geschichte geht so weiter. Liebe Freunde, schaut mal, dank Jesus haben wir viele Fische gefangen. Ich freue mich, Jesus wiederzusehen. Freunde, kommt, wir wollen zusammen essen. Jesus ruft uns. Schaut mal, er hat schon ein Kohlenfeuer angelegt. Nehmt Platz, lasst euch gemeinsam essen. Nehmt das Brot und die Fische. Das riecht gut. Frisch gebackene Fische und Brot. Ist das möglich? Das ist ein Wunder. Liebe Freunde, lasst uns beten. Lieber Gott, wir danken dir für dieses Brot und für die Fische. Wir danken dir, dass du um uns kümmerst. Amen. Oh, wie unser Herr damals beim letzten Abendmahl. Es ist so schön mit ihm, hier an diesem Feuer, wieder mit Jesus zusammen zu sein. Es schmeckt alles so gut. Lecker. Petrus, ich will mit dir sprechen. Ja, Herr. Petrus, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, Herr. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Lämmer. Ja, Herr. Petrus, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe. Ja, Herr. Petrus, hast du mich wirklich lieb? Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich lieb habe. Ich bin sehr traurig darüber, dass du mich zum dritten Mal fragst. Dann sorge für meine Schafe und folge mir nach. Ja, Herr. Und was wird aus Johannes, der dich lieb hat? Das geht dich nicht an. Folge du mir nach. Ja, Herr. Johannes ist der Jünger, der alles, was passiert ist, genau weiß und es aufschreibt. Und alles, was er aufschreibt, ist wahr. Liebe Kinder, Petrus hatte Jesus dreimal verleugnet. Das war noch vor der Kreuzigung von Jesus. Dreimal hatte er gesagt, dass er Jesus nicht kennt. Warum hat er das gemacht? Weil er große Angst vor dem Tod hatte. Viele von uns hätten sich damals genauso wie Petrus benommen. Wir hätten auch Angst vor dem Tod gehabt. Jesus aber ist bis ans Kreuz gegangen, wie sein Vater das wollte, wegen uns. Jesus nimmt unsere Schuld auf sich. Nur so können wir zu Gott kommen. Jesus hat Petrus dreimal gefragt, ob er ihn liebt. Hätte es nie gereicht, einmal zu fragen? Nein, ich glaube, dass Jesus Petrus so daran erinnern wollte, dass er ihn dreimal verleugnet hatte.
Es ist schön, dass Jesus Petrus vergibt und ihm sogar eine ganz große Aufgabe anvertraut. Ich glaube, Jesus vergibt heute auch uns. Monika, denkst du, dass Jesus uns auch eine Aufgabe anvertraut, als damals den Petrus? Ja, denn Jesus sagt, geht hinaus und sprecht allen Menschen über mich und über Gottes Liebe. So Kinder, lass uns zuletzt beten. Lieber Jesus, wir lieben dich. Wir danken dir dafür, dass wir nicht allein sind. Wir danken dir dafür, dass du unser Hirte bist, dass du unser Retter bist, dass du unser Herr bist und auch, dass du unser Freund bist. Amen. Amen.